Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Ja, warum redet der schon wieder nicht richtig? So, in die Kommentare. Also ein Kommentar von Maxi Max. Irgendwie ist jede Mythic auf ihre eigene Weise stark, oder? PS, du hast recht, Philipp J. Fry. Zum Beispiel ist von den Combos stärker als die ein oder andere Mythic und meiner Meinung nach auch die stärkste Legi, weil ich mir regelmäßig Pay-to-Win-Spiele angucke und die haben Fry ca. 10 bis 13-fach Quad-Fused im Deck. Weil so etwas wie Tina oder Peter sind nur im bestimmten BGs gut für Pay-to-Win-Spiele und sonst nicht. Fry wird halt immer gespielt. Also definitiv Fry mit die stärkste Legi-Charakterkarte, definitiv. Ich habe sie leider nicht quad-fused und in unseren Regionen, in denen wir uns bewegen, so alles in die Top 100 herum, sind Tina und Peter trotz allem mega stark, weil du damit eben deine First Hits landen kannst. Bei den ganz oben in der, sage ich mal, Region Top 5 Gilden, da wirst du natürlich keinen First Hit mehr damit landen können. Und dann hast du echt ein Problem. Dann brauchst du eben die anderen. Das ist logisch. Aber alles, was deutlich drunter liegt, da kommst du super gut mit einem Peter und mit einer Tina zurecht. So, also. Dann schauen wir jetzt mal hier, was gibt's da aktuell? Immer noch den Dr. Zoidberg. Dann gucken wir hier rein. Das ist jetzt hier das Teddy Mythic Pack. Halber Hund Jean, Borax Kid, Shrimpy Shrimps und Lois Griffin. Versehentlich drauf geklickt. So, dann haben wir nach wie vor die Summer Guy Box. Summer Guy, Furry Convention, Shrimpy Shrimps, Borax Kid, Hermes Conrad und Luann Platter. Dann sind wir schon in der Meisterschaft angelangt. Heute nicht wirklich berauschend. Hier haben wir Pool Shark. Gucken wir mal da rein. Gut, Pool Shark ist die einzige, die wirklich hier ganz gut ist. Ist aber eher für die Pay-to-Win-Spieler. Wenn man sich das hier anguckt, hier haben wir 19-fach Punch. Und das ist jetzt nur mit einer. Zoom mal hier. Genau. So, jetzt mal hier mit einer Leggy eine Combo raus. Mit Push-Ups. 20-fach Punch, 13-fach Hijack und 15-fach. Also jetzt auch nicht so viel schwächer bei Push-Ups als jetzt da oben hier mit der Epic. Ich muss angucken, es ist jeweils ein Wert, sogar der Angriff, gut, die Leben sind halt deutlich gering, ne? Wobei. Moment, also 19, 20, 12, 13, 14, 15, 20, 61, gut. Du hast 9 Leben mehr bei der Mythic bei der Legendary Version, aber ist jetzt nicht so krass Unterschied. Ich bin jetzt wirklich ein klein wenig überrascht. Hier bei Flag Football ist auch 21 hier mal 22. Bei The Stingers ist wohl am stärksten mit 22 hier mal nochmal mit Terrestrial Cycling. Hier auch nochmal 22 mit Synchronized Swimming. Mit The Bazooka Sharks. Ja, also auf jeden Fall ziemlich stark, die Combo. Und für diejenigen, die Mythic Haley im Deck haben, das Ding, die haben dann wahrscheinlich eben auch genügend Gems, um sich dieses Combo-Recipe zu holen. Also, dann machen wir das mal wieder weg. Dann gehen wir hier raus, dann gehen wir hier rein und das ist wieder total überflüssig, der Baby Quickmeier. Also hier seht ihr dann mal eine Combo. War jetzt schon mehrfach drin, ich frage mich, warum die immer und immer und immer wieder reinkommt. Völliger Schwachsinn, die Combo. Also wie man sieht, aus zwei normalen, also beziehungsweise der Quickmeier in Mythic ist ja schon so relativ stark, kommt dann da hinten so ein Schrottball raus, braucht kein Mensch, 500 Gems in die Tonne gekloppt. Die braucht keiner. So, dann haben wir hier eine Combo der Wallig. Und den hat wahrscheinlich von euch noch keiner gesehen. Mit Fukinawa kann man den spielen. Fukinawa, eine spezielle Karte hier. Und die nur in der Common-Version. Und dann kommt der Wallig da hinten raus.
Schwachsinn. Also so ein Käse. So, und dann haben wir hier hinten. Und da war ich jetzt wirklich ein klein wenig geschockt. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern. Da war wirklich diese Combo mega stark gewesen. Ja. Und wenn ich mir das jetzt inzwischen anschaue, da hast du so viele andere Kombos, die ähnlich viel Gas haben, plus nochmal andere Effekte mit hinzu. Also die lohnt sich nicht mehr wirklich. Das ist traurig, das sagen zu müssen, aber war mal mega stark und ist inzwischen allenfalls Durchschnitt. Also dafür brauchen wir auch keine 1000 Steine mehr auszugeben. Wenn es euch geholfen hat und gefallen hat, dann lasst mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.